Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Heute geht es um Herzoginnen und andere Tierarten. Eine Quest, die ja automatisch eigentlich, ja, sage ich mal, den Start findet in Kapitel 4. Und zwar nach der Story-Mission Der Goldene Käfig solltet ihr hier auf Organnon Wasp treffen. Ich denke mal einfach, der Name wird so ausgesprochen. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder Organnon. Aber der junge Herr steht hier und der möchte erstmal, dass wir eine ganze Menge Reiherfedern sammeln. Und ich habe euch das hier einfach mal markiert auf der Karte, wo ihr dort ja am besten Reiher findet. Also es ist wirklich eine Aufgabe, die müsst ihr halt machen, um 100% im Spiel zu erreichen. Da kommt ihr also gar nicht drum herum. Und dafür sind eine ganze Menge exotische Gegenstände notwendig. Wir beginnen im ersten Teil mit 5 Seidenreiherfedern, 5 Rötelreiherfedern, 5 Schmuckreiherfedern und 15 Damen der Nacht. Das sind Orchideen. Deswegen hatte ich das eben gerade auf der Karte schon eingeblendet. In den Sümpfen werdet ihr am besten fündig. Ja, zu den Reihern meistens irgendwo halt relativ am Wasser gelegen. Im Sumpf ist da sowieso viel Wasser, logisch, aber halt immer meist relativ am Ufer ist das. Und ihr solltet dort wirklich ganz, ganz fleißig alles Mögliche machen. Weil A, gibt es dort eine Menge Tiere, die ihr vielleicht noch nicht auf der Liste hattet mit dem Häuten. Und deswegen solltet ihr die auf alle Fälle machen. Dass man so einen fetten Haufen an Kranichen trifft, ist wirklich ganz, ganz selten. Das war ja eben gerade der Burner. Ich hatte hier gerade angefangen gehabt eigentlich mit der Rumsucherei. Und dann habe ich da wirklich gleich einen dreifarbigen Reiher. Von diesem bekommt ihr nur ganz stinknormale Reihenfedern. Das macht aber nichts, denn in der zweiten Aufgabe wiederum braucht ihr 20 normale Reihenfedern. Daher würde euch... Reiherfedern, habe ich gerade Reihenfedern gesagt? Reiherfedern, natürlich meine ich hier an dieser Stelle 20 normale braucht ihr. Also im zweiten Teil der Mission, oder besser gesagt im dritten ist es ja dann. Und deswegen solltet ihr die auf alle Fälle mitnehmen. Und ihr solltet auf alle Fälle auch Alligator-Eier klauen. Es gibt hier eine ganze Menge Alligatoren, sehr, sehr viele. Und zwischendurch gibt es immer wieder kleine Nester, wo ihr Alligator-Eier findet. Auch die solltet ihr auf alle Fälle mitnehmen, denn im vierten Teil der Quest wiederum braucht ihr 25 Alligatoren-Eier. Dann gibt es in diesem ganzen Sumpfgebiet auch eine ganze Menge Blumen. Eine ganze Menge Blumen, die es sich lohnt mitzunehmen, weil auch die zum Teil benötigt werden dann für die Quest. Natürlich, wie gesagt, nur zum Teil. Ich zeige einfach hier noch ein paar kleine Abschüsse. Dann komme ich gleich zum Schluss zu einer Stelle. Ja, die könnt ihr euch dann gerne, sage ich mal, so grinden, wie ihr das mit dem Bären auch gemacht habt, indem ihr halt einfach ja, den Spawn wieder neu spawnen lasst. Und dann ist es ein wenig zufällig, welche besonderen Reiher dort sind. Meistens habt ihr aber genau von jeder Sorte einen, das spricht ein Seidenreiher, ein Rötelreiher und ein Schmuckreiher dort zur Verfügung. Nicht immer, zeige ich euch gleich noch, aber ansonsten würde ich euch ruhig empfehlen, auf alle Fälle einige Stunden hier im Sumpf zu verbringen und dort halt an normalen Reihern abzuschießen, was einfach nur geht, an Alligatoreneiern mitzunehmen, was nur geht. Seht ihr irgendwelche Löcher im Boden, greift rein, dort drin gibt es Flusskrebse, ich denke auch die werden wir irgendwie brauchen. Dementsprechend also in den Sümpfen ist viel los. Dann noch eine Warnung, passt bitte auf, wenn ihr in tiefes Wasser geht, werdet ihr oft machen müssen. Und dann habt ihr, sage ich mal, endlich 3 Reiher gefunden. Die sind auf einer kleinen Insel gelandet, die Körper. Ihr wollt da rüber. Und ja, es kommt ein doofes Krokodil. Und wenn ihr Pech habt, seid ihr sofort tot. Hier ganz kurz der Hinweis. Königin Frauenschuh brauchen wir auch noch. Ne? Habe ich hier gerade gesammelt. Deswegen hier nochmal ganz kurz auf der Map. Davon werde ich euch natürlich alle zeigen. Aber halt nur als Hinweis zum Beispiel, dass man hier, wenn man sie halt immer die Augen auf hat, auch einfindet. Viele Pflanzen sind da auch an den Bäumen. So, zurück zu den Alligatoren. Die können teilweise sehr, sehr nervig sein. Also gerade im Wasser oder so. Wie gesagt, ihr wollt dorthin, wollt euer Loot holen. Die greifen euch an, fressen euch auf. Ihr seid tot, spawnt woanders. Euer Loot findet ihr nicht wieder. Also daher, passt da auf. Am besten vielleicht ruhig vorher halt auch den Scan anschmeißen. Dann solltet ihr in den meisten Fällen eigentlich Alligatoren sehen. Und hier ist der Spot, von dem ich geredet habe. Direkt hier an den Eisenbahnschienen. Hier haben wir jetzt sogar 4 Reiher. Einmal sogar ein Rötelreiher, dann ein Schmuck und ein Seidenreiher. Also genau das, was wir möchten. 4 Stück an der Zahl. So ein Glück hatte ich nicht nochmal. Also dass ich wirklich da 4 Stück gehabt habe, das nicht. Aber oft ist es auch beim Respawn, dass es sich vielleicht dann doch lohnt, in den Himmel zu gucken, weil dort wieder ja 3, 4, 5 Reiher am Stück langfliegen, die dann halt wieder nur die normalen Federn droppen. Aber wie gesagt, die braucht ihr ja auch.
Ich mache das jetzt hier extra mit Dead Eye, weil sich jetzt sicher bei 4 Stück auf dem Haufen, das kriegt man so schnell nicht wieder. Das ist so ein bisschen hier gerade schon weihnachtliche Gefühle, die sich da in mir bereit machen. Besonders wenn die dort am Boden liegen und ich denke, aha, Weihnachtsgans oder Weihnachtsreihe besser gesagt. Also diese Stelle hier ist sehr gut, wenn ihr einfach keinen Bock mehr habt, durch die Sümpfe zu marschieren, dann nutzt das hier, schlagt euer Lager auf, schlaft 72 Stunden oder verlasst das Spiel, geht weit genug weg. Ihr kennt ja alle, denke ich mal, aus dem Bärenvideo, wie ihr das machen könnt, dass das Ganze hier resettet. Die Reiher sind natürlich nur am Tag da. Auch das ganz, ganz wichtig. Nachts findet ihr keine Reiher. Jedenfalls habe ich keine gefunden, sage ich mal so herum. Und da ich ja alle gefunden habe, die ich brauche, denke ich mal, dass das wahrscheinlich stimmen wird, dass es also nachts keine Reiher gibt. Also diese Stelle hier, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt zu den 15 Damen der Nacht kommen, die ja ganz gegensätzlich zu ihrem Namen auch am Tag verfügbar sind. Wir kommen später noch zu Pflanzen, die es nur in der Nacht gibt. Das sind, glaube ich, die sogenannten Nachtduftorchideen. Die kommen in Teil 5 der Aufgabe. Hier aber haben wir in der ersten Aufgabe 15 Damen der Nacht. Und die könnt ihr durchaus am Tag pflücken. Da werde ich gleich mit euch 15 Stellen abgehen. Die könnt ihr ganz genauso verwenden. Das ist kein Random Spawn oder so. Diese Pflanzen tauchen genau an dieser Stelle auf. Und ich glaube, soweit ich weiß, sogar auch nur das eine einzige Mal. Deswegen ist es hier bei mir so, dass ich hier meine 15 habe. Ich eine Pflanze zu früh bereits beisammen, weil ich halt früher im Spielverlauf irgendwo mal einer mitgenommen habe anscheinend. Deswegen zeige ich euch dann natürlich dann auch noch eine weitere, die bei mir dann nicht mehr gilt, weil ich schon voll bin. Aber für euch auf alle Fälle kommen gleich 15 Spots, wo ihr alle Damen der Nacht findet. Das ist dann hier der erste Part. Wie gesagt, es kommen noch 4 weitere, auf alle Fälle also 4 weitere Aufgaben, die auf euch warten. Ich nenne es nochmal ganz kurz. Es sind Reiherfedern, Frauenschuhorchideen, stängellose Frauenschuhe, Alligatoreier, Akunassterne, Zigarrenorchideen, blattloser Widerbart, 30 Löfflerfedern, 5 Nachtduftorchideen, 10 Rattenschwanzorchideen, 5 Spinnenorchideen, 5 Tintenfischorchideen, 5 Drachenmaulorchideen, 5 Königinfrauenschuhe, 10 Sperlingseifrauenschuhe. Also es ist eine immense Arbeit und ihr seht selber, dass ich also echt nur einen kleinen Teil dessen hier ja in ein Video gepackt habe, was dann trotzdem eine Dauer von über 20 Minuten hat. Gut, einmal halt, um hier ein bisschen die Reihe zu zeigen, aber halt einfach, es ist so viel zu sammeln. Man bekommt also wirklich keine Langeweile. Ich hoffe auf alle Fälle, dass ich euch hier, sage ich mal, mit dem Videoeinschnitt näher herangebracht habe an die 100%. Wir beginnen jetzt hier mit den Damen der Nacht. Ihr seht es oben schon eingeblendet. 1 von 15 zum Glück hier ganz, ganz in der Nähe von dem Jagdgebiet, direkt an der Brücke. Und so werde ich euch gleich dann durch die weiteren 14 Damen der Nacht lotsen. Hoffe, dass es euch hilft. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr hier einfach weiter kein neues Video. Und ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.
Zero. Thank you.
Whoa, easy.